Ja, hallöchen, meine Lieben, und willkommen zu einer kleinen Ankündigung mal wieder. Letzter Zeit sehr viele. Und zwar habe ich Folgendes. Ich habe ja vor einer Zeit mal Maternal About Redux angefangen. Habt jetzt vor ein paar Tagen mal probiert, ob das denn wieder funktioniert, und beziehungsweise wollte gucken, ob es für den Emulator eine neue Version gibt. Habe einfach mal spaßeshalber die ROM geladen und siehe da, es funktioniert wieder. Bloß war mein Spielstand weg. Also, was habe ich gemacht? Hab geguckt, ob da noch Spielstände drinnen sind. Hab gesehen, ja, da ist ein manuell gespeicherter Spielstand drinne, der aber halt eine andere Dateiendung hat als die, die der Emulator irgendwie normalerweise gerade benutzt. Deswegen auch die SRAM-Datei halt einfach nicht gelesen werden konnte, die meistens einfach futsch war und neu erstellt wurde. Und dann habe ich einfach die alte umbenannt, habe den Spielstand geladen und es hat funktioniert. Und habe angefangen aufzunehmen. So, habt ihr jetzt auch schon zwei Parts produziert. Das ist nur das Folgende. Ich habe zwar jetzt in der Aufnahme gesagt, dass ich erstmal Mava 3, die Aufnahme, die ich noch hier liegen habe, fertig machen wollte. Allerdings ist bei Mava 2 echt nicht mehr so mega viel, was fehlt. Wir sind schon ungefähr so im letzten Drittel des Spiels. Jetzt mit der Pyramide und so und der Wüste, also der, naja, große Wüste ist es ja nicht, da ist ja eigentlich die Wüste um Vorzeit größer, aber es fehlt halt nicht mehr viel, dann kommt ja schon, also fast, da kommt fast schon die Deep Darkness und dann sind wir auch schon bei den letzten beiden Heiligtümern, weil wir sind halt echt nicht mal so weit vom Finale entfernt. Deswegen möchte ich gerne erstmal Mava 2 auf den Stoff fertig machen und dann im Anschluss auch gleich sofort Mava 3 weitermachen. Dadurch, dass wir ja jetzt jeden Tag eine Folge haben, dürfte das auch wesentlich schneller laufen durch sein als noch für den Rest von 2023. Ich gehe zwar davon aus, dass es noch vielleicht bis Mitte Januar oder so noch dauern wird, denke ich mal, nachdem, wie lange halt noch die anderen Projekte sind und wie lange ich die am Stück halt aufnehme. Und ja, und Haunted PS1 ist übrigens auch durch. Da habe ich auch jetzt die letzten paar Tage, die letzte Aufnahmen gemacht. Beziehungsweise die Disc 2020 ist halt durch. Aber ich werde da auch erstmal eine Pause von machen, weil das war irgendwie so gemixt, diese Demo-Disc. Die Hälfte war ganz okay, die andere Hälfte war Schmutz und Rotze. Und Kyodai nervt mich schon die ganze Zeit, dass ich ja Millennium 2 anfangen soll. Ich überleg's mir. Ich habe eigentlich jetzt richtig Bock drauf, weil einfach mich Millennium 1 schon nicht abgefuckt hat und ich eigentlich auch nicht unbedingt Bock habe, wirklich Trash-Spiele zu spielen, weil ich halt so viele andere gute Spiele noch zu spielen habe und nicht 50 Millionen, oder nicht 50 Millionen, aber irgendwie, keine Ahnung, 5000 Spiele gibt es irgendwie oder so auf dem M-Archiv und 80% davon sind halt Rotze. Und mich da halt durchzuquälen, keine Ahnung, macht mir halt nicht so viel Spaß, wie wenn ich jetzt so ein Jimmy and the Buster Ding erst spiele, was halt mir unheimlich viel Spaß macht, oder Mava 2 oder Mava 3. Oder halt im Together und durch den Düsterburg. Ja, macht mir halt wesentlich mehr Spaß, als so ständig über Rotz-Games abzulästern. Weil irgendwann ist da halt auch, das lässt dann aus und dann weißt du auch nicht mehr, was du darüber erzählen sollst, außer das Spiel ist halt scheiße. Naja, gucken wir mal. Und ich habe spontan Lust drauf, ich gucke einfach mal. Ich bin jetzt ab morgen sowieso wieder in der Maßnahme, leider vormittags. Das heißt, ich habe leider nicht bei ganz so mega viel Zeit für Aufnahmen. Aber es sollte trotzdem noch hinhauen, weil ich den Nachmittag immer noch Zeit habe, auch wenn ich wahrscheinlich erst 14.30 Uhr nach Hause komme, weil ich muss halt früh um 6 Uhr aufstehen, weil um 8.30 Uhr die Maßnahme beginnt, aber die Züge wieder so beschissen fahren, dass ich kurz vor knapp vor 8.30 Uhr erst da wäre und das mir zu knapp ist, weil es auch der Zug wieder Verspätung haben sollte, ausfallen sollte, wie man es erkennt. Die Frankfurter Linie, die fährt halt ständig aus oder Verspätung. Dann komme ich halt schon 5 Minuten oder so spät.
Und das ist halt, ja, könnte mir bei einer Maßnahme kack egal sein, aber das ist dann Arbeitsamt nicht kack egal. Das ist das Problem, dann kriegst du Gemecker von deiner Arbeitsvermittlerin, da habe ich keinen Bock drauf bei dir. Weil die hat mir das eh irgendwo aufgedrückt, damit ich wieder aus der Statistik rausfalle, weil die hat nicht so richtig, die hat mir noch nicht mal irgendwie bei einem Gespräch einen Vermittlungsvorschlag oder so gemacht. Die hat mich halt einfach sofort gleich in diese Maßnahme gesteckt. Das ist auch im Grunde eine Maßnahme halt fürs Büro, dass du da irgendwie nochmal bürotechnisch oder so Büro raufmals Ausbildungssachen nochmal durchnimmst oder so und das geht 6 Monate, 3 oder 2 Monate davon sind halt Praktika, wo du dann irgendwie eingegliedert werden sollst, beziehungsweise halt einen Job kriegen sollst. Aber ganz ehrlich, welche Firma stellt Leute ein, die erst kostenlos arbeiten, also Praktikanten sind, und dann einstellen? Das macht keine Firma. Also kaum eine Firma macht das. Weil es einfach halt billige Arbeitskräfte sind und dann brauchst du die vielleicht auch nicht unbedingt. Du bist eigentlich eh schon voll mit deinen Mitarbeitern und ja, ne? Naja, also guck mal, wie sich die nächste Zeit entwickelt. Schauen wir mal. Ich wollte es eigentlich nur das halt sagen, dass erstmal einfach zwei wieder eine Weile kommt. Also, bis dann, Leute. Ciao, ciao.